Hallo zusammen, hier ist wieder Attila und heute bin ich wieder für euch in Shadowlands unterwegs und zwar wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Achievement Guide präsentieren. Heute geht es um ein Achievement, das wir als Kyrianer nur abschließen können und zwar finden wir das einmal unter Erweiterungsfeatures und dann hier unten unter Paktsankten und dort haben wir ein Achievement, das schimpft sich, es ist wie ihr es tragt und für dieses Achievement müssen wir folgendes machen, besteht eine Prüfung der Demut, indem ihr jede Seelenbandausrüstung verwendet. Und was müssen wir dafür jetzt alles als Voraussetzungen haben? Als erstes brauchen wir einen Kyrianer-Chart, der auf Stufe 60 ist. Danach müsst ihr ein Gebäude bauen und zwar brauchen wir den Pfad des Aufstiegs. Und hier müssen wir tatsächlich das Gebäude auf die maximale Stufe upgraden und zwar auf die Demut-Stufe. Denn mit diesen Stufen schalten wir verschiedene Schwierigkeitsgrade im Pfad des Aufstiegs frei. Der Pfad des Aufstiegs ist so eine kleine Arena, wo wir gegen Bosse kämpfen. Und hier ist es jetzt so, wenn ihr die Stufe 5 freigeschaltet habt, könnt ihr halt gegen die härtesten Gegner, sprich die Demut-Gegner, kämpfen. Diese Seelenbandausrüstungen, die wir anlegen müssen, die schaltet ihr alle frei in der Questreihe. Die könnt ihr also gar nicht verpassen. Wenn ihr dementsprechend die schwereren Gegner freischalten wollt, müsst ihr diese Questreihe vorher machen und dementsprechend kriegt ihr die sowieso nebenbei. Jetzt ist es so, dass wir eine Währung brauchen und zwar hier die Medaillons des Dienstes und die kriegt ihr von allen Rares, von Kisten und auch unter anderem von Missionstisch und die brauchen wir jeweils, um hier quasi einen Kampf starten zu können. Das machen wir jetzt in dem Fall mal und dann wählen wir uns einfach einen einfachen Demutkampf aus und ich habe jetzt gerade schon ein paar andere umgehauen. Hier, der ist relativ leicht. Num-i-Nuru heißt der oder irgendwie so ähnlich. Hier müssen wir dann die schwierigste Schwierigkeitsstufe auswählen. In dem Fall habe ich jetzt hier Demut ausgewählt. Wie gesagt, diese Stufen schaltet ihr dadurch frei, dass ihr die vorderen Kämpfe macht und Demut könnt ihr halt erst spielen, wenn ihr dementsprechend auch das Gebäude auf Max abgegradet habt. Wir nehmen dann in diesem Fall hier einmal Pelagos, weil es der allereinfachste von den drei zur Auswahl stehenden habt. Dann macht ihr am besten hier drüben die Kohlenpfannen an. Und dann könnt ihr schauen, was ihr noch als Ausrüstung braucht. Ich brauche jetzt nur eine Fiole voll Lichtfrost und die wählen wir jetzt hier auch mal aus. Fiole voll Lichtfrost. Bei diesem Kollegen hier brauchen wir übrigens mit Pelagos keinerlei von diesen Special-Ausrüstungen aktivieren. Dementsprechend können wir alle Kämpfe mit diesen, mit diesen verschiedenen Ausrüstungen machen und brauchen da halt auch keine anderen dafür nehmen. So, ich würde sagen, wir starten jetzt den Kampf hier einfach mal. Zusätzlich, wenn ihr euch schwer tut, könnt ihr auch noch Medaillons benutzen, ist aber hier nicht notwendig. Die könnt ihr dann bei einem Händler quasi oder bei einem NPC vor der Arena craften, ist aber hier nicht notwendig. Ich werde jetzt auch in dem Try hier keine benutzen. So, wir gehen einfach ran, haben den Mob hier, starten einfach auf dem Mob drauf, dann kommen hier so kleine Feen. Wir nehmen jetzt als erstes die Damage-Fähigkeit, also sprich, bei den Erinnerungen immer schön das Mittlere nehmen, dass wir hier ein bisschen extra Damage haben. Wir müssen hier nicht sonderlich defensiv gehen. Und jetzt hauen wir einfach diese ganzen kleinen Feen hier weg. Die können tatsächlich nicht viel. Optimalerweise schaut man immer, dass man so ein bisschen LOS't. Und dann, wenn hier viele zusammenstehen, die Sonderfähigkeit einsetzen. So, jetzt haben wir hier so eine Explo-Fee. Da gucken wir jetzt, dass wir unser Schild mitnehmen. Einmal das Schild reinnehmen. Dann geht die Explo-Fee hoch und es ist eigentlich komplett egal. Wenn wir nämlich, wie ihr gerade gesehen habt, diese dritte Fähigkeit einsetzen, diese Erinnerungen holen, kommen immer drei Stück verschiedene und die rechte ist quasi immer die, die das Schild gibt. Da sind wir dann ein bisschen gegen Damage immun, was eine ganz schöne Angelegenheit ist. Quasi oben in der Mitte ist immer die Geschichte, die uns mehr Damage gibt. Jetzt müssen wir nochmal das Schild nehmen, weil da hinten kommt eine Explo-Fee. Wir könnten die Explo-Fee auch töten, das würde auch gehen, aber es ist halt wasted the Damage. Ich hau dann lieber einfach die Mobs hier um und schilde mich und gut ist, ne, dann ist ein bisschen entspannter. Und ihr seht schon, die extra Fähigkeit, die wir nehmen oder ausgewählt haben, die brauchen wir hier im Kampf nicht wirklich. Ich spiele es jetzt hier auch nicht wirklich schön sauber, sondern tatsächlich relativ schlecht. Aber der Kampf ist halt so einfach, dass wir da dementsprechend einfach die ganzen extra Fähigkeiten nicht brauchen. Wir haben übrigens einen Enrage-Timer, wie ihr hier seht. Also wir müssen ein bisschen Gas geben. Und dementsprechend verliert der Boss Leben, wenn wir die kleinen Feen umhauen. So, jetzt sind wir im Enrage. Jetzt nehmen wir nochmal unser Immunisierungsding. Jetzt habe ich hier ein bisschen geslackt tatsächlich. Müssen wir schnell noch ein paar Feen töten. Wir haben noch ein paar Sekunden die Immunisierung drauf. So, da kommt das Achievement.
war jetzt nicht sonderlich gut. Ihr seht, ich habe die Fähigkeiten nicht eingesetzt. Also ihr könnt den Fight mit einfach allen, wie viel sind es? Ich glaube 6 Stück insgesamt spielen und habt da eigentlich kein Problem. Ne? Ihr könnt es natürlich auch bei anderen Kämpfen machen und ich würde euch empfehlen, bevor ihr das Achievement spezifisch hier an dem Kampf probiert, macht vielleicht erstmal, wenn ihr alle Achievements machen wollt, hier die ganzen Kämpfe und dann habt ihr wahrscheinlich eh schon einige von diesen Teilen benutzt und die letzten, die euch fehlen, könnt ihr hier einfach mit Pelagos mitnehmen. Mehr ist es tatsächlich eigentlich nicht. Wie gesagt, hier könnt ihr natürlich auch diese Feuertypen, die explodieren, immer mitnehmen, aber durch die Immunisierung kann man sie eigentlich weitgehend ignorieren. Gut, das war eigentlich der kleine Achievement Guide. Ich hoffe, dem einen oder anderen konnte ich ein bisschen weiterhelfen. Sollte es der Fall sein, würde ich mich freuen, wenn ihr positiv werdet und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder. Euer Tela, bis dann. Ciao.